Mein Name ist David Wendel. Erstmal vielleicht zur Vorstellung von mir. Ich arbeite seit knapp anderthalb Jahren jetzt bei World 5. Arbeite auch in dem Sinne erst so lange oder schon so lange, wie man sieht, mit Umpacko. Werde ganz liebevoll 1995 als MVC-Guru verschrien, bezeichnet, was eigentlich mehr oder weniger liegt, als ich angefangen habe, bei uns mit der MVC zu arbeiten. Habe das eigentlich jetzt so mehr durchgezogen und haben jetzt auch alle anderen dazu gebracht, das zu benutzen. Erreichbar, E-Mail, Firmenadresse oder auch auf Twitter, findet man ab und zu auch ein paar kleine Nachrichten von mir. Selber gemacht, vielleicht auch ganz interessant, zwei Packages, die im Moment auf Ort zu finden sind. Einmal das Eventkalender-Package, das ist ein kleiner Kalender. Ist allerdings mehr ein Proof of Concept, ein Prototype, und zwar geht es darum, dass ich das Umpacko-Backend nicht mit User Controls bediene, sondern auch mit MVC. Das heißt, ich habe die User Controls komplett weggelassen und alles auf MVC-Basis gemacht. Und das UMF, Abkürzung für Umpacko MVC Forum, ist ein kleines Discussion Board, auch gemacht MVC. Das ist auch komplett in den Quantum-Sheet auch integriert. So, unsere kleinen Topics. Kleine Einführung. Wie aktiviere ich MVC in Umpacko? Template oder was ist Umpacko Template Page? Für was brauche ich das? Welche Möglichkeiten gibt es da? Controller, die nette Demo, die etwas größer ausfällt. Also, ich habe vor, euch die drei Controller zu zeigen, die es in Umpacko gibt. Und am Ende natürlich Fragen. Ich denke mal, oder ich hoffe, dass zumindest ein paar kommen werden. So, Einführungen. Erstmal, bevor ich überhaupt irgendwas wollte ich fragen, irgendeiner schon mal MVC generell benutzt hier? Ja, wunderbar. Irgendeiner MVC in Umpacko benutzt? Ja, warum stehe ich denn überhaupt hier? Also, gut, also MVC gibt es seit Version 10 von Umpacko. Funktionsweise, Controller, Model, View, brauche ich eigentlich fast nicht mehr zu erklären. Controller, Business Logik, Models, ist im Grunde die Daten, die ich in meinem View anzeigen will, und die View erhält im Grunde nur noch Ausgabelogik von den Daten, die ich in meinem Model habe und die ich auf der Seite kommentieren möchte. Aktivieren in MVC in Umpacko. Super einfach, kann man machen, bevor man startet, während man startet, zwischendrin. Ist im Grunde einfach nur eine Setting ändern in der Umpacko Settings.config. Da wird einfach nur die Rendering Engine von Umpacko ausgewechselt. Und Webforms auf MVC. Werner Tipp, Config-Tree, ist ein nettes Umpacko-Package, was es möglich macht, alle Config-Files in Umpacko direkt zu editieren. Das heißt, man muss nicht auf die Platte gehen oder Visual Studio, je nachdem, wie man es halt vorher gemacht hat. Ist super nützlich. Ist eigentlich somit das erste Package, was wir bei allen Seiten installieren. Super, super, toll. So, Templates. Templates. Umpacko-typisch, kann man jetzt mal in der Settings, im Settings-Bereich erstellen. Werden so erstellt im Grunde wie die Masterpages, nur dass es eben Views sind, das heißt nicht Masterpages, sondern CSHTML-Phraser-Dateien. Das erste, was ich hier noch drunter geschrieben habe, war dann das Umpacko-Template-Page. Das ist, sobald man in Umpacko direkt die Views erstellt, wird das immer eingebunden. Im Grunde, oder das Wichtigste, was es bringt, ist, dass man am Ende bestimmte Helper, Umpacko-Helper in den Views benutzen kann, um Content zu suchen, um auf die Umpacko-Fields zuzugreifen, auf Dictionary-Items und so weiter. Gibt es neben dem normalen Umpacko-Template-Page noch das Umpacko-View-Page. Hat den Unterschied, dass man dem View-Page ein eigenes Custom-Model übergeben kann. Und eben dieses Model statt dem standardmäßigen Banner MVC-Model von Umpacko benutzen kann. Das sind die drei Controller, die es in Umpacko gibt. Einmal der MVC-Controller, das ist der standardmäßige Controller, über den jeder Request in Umpacko geht. Jede normale Node, die angefragt wird, jede URL, wird in einem MVC-Controller geroutet. Also das Standard-Ding schon drin. Die Surface-Controller sind im Grunde dafür da, um eigene Abfragen zu machen. Zum Beispiel, als wir gestern auch hatten, das typische Beispiel, wir müssen ein Kontaktformular auf der Webseite machen. Surface Controller, perfekte, um es zu machen. Oder auch eben, wenn man Packageschutz von Umpacko macht,
da werden auch Surface Controller Demonstrationen irgendwie so einfach massig arbeiten möchte. Die Umbraco API-Controller, WebAPIs, hat das auch eben ungefähr was. Sind erst seit Version 6.1 drin, die sind also noch ziemlich neu, recht neu. Benutzen im Grunde WebAPI, um auch für die WebAPI in REST und WebSurfaces und Packen zu realisieren. Werde ich auch, also ich werde in der Demo alle drei zeigen und werde auch mit einem ein kleines Beispiel machen, wie man das hier implementiert, einfach mal zugreifen. Das werde ich auch schon machen. Das wird auch schon da sein. Das heißt, ich werde mich jetzt mal an meinen kleinen Laptop hier setzen, um mich nicht mit dem Thema selber zu blenden. Ich hoffe, es geht. Also ich bin nur noch ein bisschen größer machen. Aber na gut. Okay, ich habe ein kleines Projekt schon mal erstellt, also ein Packung installiert über Visual Studio. Der werde ich jetzt als erstes mal zeigen, was ich gleich live mit euch nochmal nachbauen möchte. Ich hoffe, dass es so alles klappt. Wenn nicht, zeige ich euch eben, was ich vorbereitet habe. Das ist auch okay. Naja, das ist im Grunde nur eigentlich ein Node für Weiterleitung direkt auf den ersten Node drauf. Das war kein Template. Aber ich habe die Weiterleitung nicht, scheint nicht. So, unser kleines Hello World MVC Workshop. So, ich habe drei Showcases gemacht, wie gesagt, zu jedem Controller 1. Den Anfang machen wir mit dem Render MVC Controller. Seite einfach mal an. Was ich hier gemacht habe, ist im Grunde, ich habe dem Document-Type einen Page-Type gegeben, wo ich einfach bei jedem Page-Hit sozusagen den Page-View, wie viele mal angeguckt waren, noch hochzähle. Wenn ich jetzt 5 drücke, sollte der Range-Hit auf 14 hochgehen, außer er macht alles kaputt. Das nehmen wir mal. Schön Vorführeffekt. Ja, mal zu hochgezählt. Okay. Das ist sehr interessant. Da macht, glaube ich, gerade Bootstrap mein Bild kaputt. Und der wird schon zu klein. Okay, aber wie ihr gesehen habt, er hat hochgezählt. Also ich hoffe, ihr habt es gesehen. So, und da wollen wir doch gleich mal gucken, wie wir das eben machen. Ich lege dafür als erstes mal einen neuen Node an. So, das. So, das Anlegen der Node ist deshalb. Mache ich deshalb, weil diese Render MVC Controller oder man beziehungsweise man nutzt sie, um eben das
ja, so als Beispiel, ich möchte bei einer bestimmten Node, auf die ich gerade zugreife oder die visualisiert werden soll, bevor das Template gerendert ist, möchte ich vielleicht noch irgendetwas machen. Zum Beispiel jetzt hier, ich möchte irgendwie Page-Sheets irgendwie hochzählen oder vielleicht noch irgendwie irgendwas im Hintergrund ablaufen lassen, was vielleicht irgendeine Datenbankabfrage macht oder ähnliches. Und dafür nutzen wir dann die MVC-Controller, die wir benutzen, wie gesagt, benutzt, um die Nodes abzugreifen, wenn einer aufgerufen wird. So. Ja, das ist vielleicht sogar praktisch. Ja, ich gebe es ja zu. Ich gebe es ja offen zu. Das ist ein Altenter. Altenter. Kennst du noch nicht? Das ist nur Vorführer, aber ich bin nervös. Du versuchst ihn doch schon seit, ich weiß nicht wie lange. Stimmt, das ja. Vielleicht klappt es bei dem besser. Wer weiß. So. So. Als erstes machen wir natürlich eine Methode. Das ist Standard MVC. Ich meine, wie man, denke ich, die meisten nicht kennen. Die Index-Methode ist Standard, das ist der Standard, wenn ein Template aufgerufen wird. Weiß jeder, wie es, wenn man ein Alt-Template macht, wie man es macht? Ja? Alt-Template würde dann im Grunde müsste man im Grunde dann eine neue Methode schreiben, die dann zum Beispiel sowas. Also wenn ich zum Beispiel eine WLAN-Sicht machen würde oder so, könnte man das als Alt-Template benutzen, indem man über den Query-String eben das typische Fragezeichen Alt-Template ist gleich richtig machen kann. So. So, das wäre im Grunde die ganz normale, der simpelste Fall. Im Grunde mache ich im Moment in meinem Controller noch gar nichts. Ich greife einfach nur das Model ab, könnte jetzt irgendwas tun und gebe dann im Grunde von einem Base-Controller die Index-Funktion zurück. Also lasse das Template ändern mit dem Model, das ich zurzeit habe. So. Auf die Uhr. Bin noch einigermaßen drin. So. Was hatte ich denn jetzt eigentlich? Ach genau. Jetzt wollten wir noch das Property hochzählen. Also sagen wir, möchten hier unseren Page Views haben. Das heißt, ich hole mir erstmal den Wert des aktuellen Page-Views raus. Model.Content.PageProperty, eigentlich allzeit bekannt, kann man auch ein Template benutzen, um an verschiedene Properties zu kommen.
funktioniert im Controller genauso. So. Jetzt möchte ich das natürlich auch noch hochzählen. Da ich ja gerade die Seite aufgerufen habe. Und möchte es dann natürlich auch nochmal speichern. So. Ja, ich gehe, glaube ich, gut, damit ich jetzt selber gut gucke, jetzt glaube ich mal, wie ich es gemacht habe. Okay, ist jetzt einfach mal, sonst wird es, glaube ich, etwas zu spät. Rechts. Ja, du kannst auch noch so. Vielleicht mal zeigen, was so. Zeitbrennen ist ein bisschen. Im Grunde das, was wir angefangen haben. Hast du das dann mit dem nicht Zeit Pass? Habe ich da einfach mit dem Tripass gemacht. Hat jetzt keinen besonderen. Habe ich jetzt ganz normal. Die Funktion gibt es ja schon, dass das gleich in der Chat kommt, die Leute über den Tripass. Ja. Ist gut. Die Kunde wieder drankommt, hat es jetzt da so gemacht. Aber die Schiene ist schon nicht dran. Du kannst also das ist intern schon gemacht. Ja. Wobei das halt, also für die Basistypen geht es, also was wie String oder Int kann man es machen. Für jetzt sage ich mal ein bisschen bessere Data Types geht es nicht. Kleiner Tipp aber, sowas wie Multinode-Tree Picker, es gibt sogenannte Property Editor Value Converter. Kann man selber schreiben oder da gibt es auch, glaube ich, ein Projekt auf CodePlex oder im Package, genau, das eben diese Converter reinmacht und dann kann man dieses Custom dann auch automatisch machen. Ja, um es einfach zu machen. So. Ich habe den Laserpointer erwischt. Genau. Gut, ich habe mir die ganz mal die Patrons rausgeholt, wie viele es im Moment sind. Hol mir nochmal das Content Node für den Content Service. Schon mal irgendjemand mit den Services gearbeitet, mit den neuen? Content Service, Media Service und so weiter. Ist auch neu seit Version 6. Im Grunde auch eine super einfache Methode, um eben Content Items zu suchen im Controller drin. Medienfiles, sogar Sidesheets, alles Mögliche kann man damit sich rausholen, verändern, speichern, manipulieren, wie man möchte. Sind super bequem zu benutzen. Auch recht schnell, also in Geschwindigkeit eine Rolle spielt. Gut, ich habe mir nochmal im Grunde den Content-Node geholt. Über Set-Value habe ich einfach nur hochgezählt, also den View hochgezählt, habe selbst ein Package aufgerufen, das heißt, der Node wird einfach neu gespeichert, wird gepublished direkt. Da ich jetzt aber allerdings im Grunde schon vor dem Rendern des eigentlichen Templates bin, in dem Controller, mache ich mir im Grunde ein neues Model, indem ich einfach mal den neuen Wert von dem Node nochmal. Wenn ich das im Grunde nicht mache und das alte Model benutze, das ich mir oben reinkriege, dann ist der aktualisierte Wert noch nicht da. So, und dann gebe ich dem Kunden die Seite zurück und dann passiert genau das, was wir eben gesehen haben auf der Webseite. Dann hast du ja einfach gezählt. Gut, dann gehen wir gerade zum zweiten über. Und zwar Surface Controller. Jetzt habe ich mein schönes Kontaktformular natürlich benutzt, um das Ganze zu machen. So, machen wir es einfach gleich. Ich gehe und zeige vielleicht gleich nochmal die Seite und den Controller. So, das ist auch schon mein Kontaktformular.
Ganz elementär. Name, E-Mail, ein Textfeld und ein Submit-Button, wo kein Text entsteht. Das super simpelste, super tollste Beispiel, um Surface-Controller zu nutzen. Im Grunde möchte ich, oder ist der Part der Webseite, die Formulargenerierung, ein eigenes Partial-View, das gerendert wird. Das heißt, es ist nicht einfach ein bestehender Template drin. Und das Absenden des Formulars ruft den Surface-Controller auf, in dem, was man jetzt machen würde, E-Mail senden, vielleicht eine neue Node generieren oder sonst was. Ich habe es jetzt so gemacht, dass eine neue Node generiert wird. Können wir gleich mal probieren. Ich habe sogar Validierung drin. Das guckt ja gerade, dass durch die E-Mail-Adresse eingeben würde. Super cool. Gott, oder? Ich glaube, die habe ich irgendwie einfach aus dem Internet raus. Ja, ich glaube mal, die es gibt. Das ist ja schon. Das ist ja schon. Aber nicht, dass du nicht die Standardregel jetzt aus Kontur hast. Ich muss auch immer das Beste klein schreiben. Okay. Das ist bis heute falsch. So, dann senden wir das mal ab. Und dann sollten wir jetzt eigentlich... Ja, genau, das ist passiert. Ich wollte mal ein wenig runter. Ich komme runter. Die Seite gefresht. Wir haben unser schönes... Unsere Eingabe, ich habe es jetzt einfach nur mal so selbst. Normalerweise wird man sie jetzt nicht unten drunter, das ist kein Gästebuch, sondern ein Kontaktformular. Normalerweise wird es nicht unten drunter anzeigen, sondern die Seite einfach immer schreiben. Aber damit es auch wirklich funktioniert hat, so als Beispiel, ich habe nicht geschummelt, das ist da. So, dann wollen wir mal gucken, wie wir das machen. So. Controller erstellt, abgeleitet eben von Surface Controller. So, habe im Grunde eine Aufruf, eine Funktion, die im Grunde nur das Partial View rendert. Natürlich könnte man da jetzt auch noch was machen, je nachdem, was man gerne machen möchte. Und habe im Grunde hier das Post, das hat die Repo Post, wo eben der Model State abgefragt wird und eben ein Mode erstellt wird. Im Grunde ist das auch nur. Das, also es ist wirklich super einfach, Kontaktformular. Ich kriege das Model, das ist ein Custom Model, wo ich, kann ich auch mal ein paar zeigen, wo eben diese Validierung drin steht. Da ist meine die lustige Regular Expression. Das ist ein ganz normales Model, nichts Besonderes. Data Annotations kennt man aus MVC, die benutzen wir auch in ganz normalen MVC-Seiten. Für Required, welcher Datentyp ist das? Regular Expression. Ganz mal da auch als kleinen Tipp, wenn man es macht, es gibt vom Ismail Mayat, ich weiß nicht, ich sag, ob das jemand was sagt, das ist eigentlich recht bekannt in der Cockerwelt auf Twitter, der hat Extensions für diese Data Annotations geschrieben, damit man die übersetzbar machen kann. Das heißt, man kann für jede Sprache im ganz normal im Dictionary in einem Paco die Fehlermeldungen angeben und kann sie dann im Grunde in den Data Annotations benutzen. Also die ist, glaube ich, kein Data Annotations dann speichern. Genau. Der, also der Data Annotations automatisch. Ja, der speichert im Grunde nur die Fehlermeldung. Hast du im Dictionary ganz normal im Papo, hast du die Fehlermeldung drin. Und der holt sich aus dem Dictionary, holt er sich die Fehlermeldung raus. Catch gibt es, glaube ich, noch nicht. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile eins gemacht hat. Das jetzt, also als ich damit gearbeitet habe, habe ich mir seinen kompletten Source Code geholt, habe das selber kompiliert und dann als CLI eingebunden. Ja, es muss GitHub-Projekt sein. Ich habe jetzt den linken, ich glaube, aber ich denke, es sollte zu finden. So. Ist, denke ich, ganz gut, weil im Moment ist halt wirklich nur die standardmäßigen Fehlermeldungen, die halt gespeichert sind. Ich könnte jetzt noch eine Fehlermeldung machen, die ich mit einer Sprache, die ich halt jetzt festlege. Das ist auch Fehlermeldung. Oder ich mache halt in der Ressource-Datei oder. Genau, so. Aber ich denke, wenn man es schon alles in einem Paket drin hat, ist halt. Weil eine Ressource-Datei dann noch umfruchtet und weil irgendeine Sprache dazu kommt oder sonst irgendwas. Das ist in einem Paket natürlich einiges besser. Komfortabel. So,
Wie machst du denn einfach zu Hand? Ich stehe wieder auf. Ich überprüfe das Model ab, Model State. Kann man im normalen Controller in MVC. Ist es valide? Wenn nein, springe ich zurück zur normalen Seite. Kunden und Backup Page ist nichts, was ich gemacht habe. Das ist im Service Controller schon drin. Das ist alles ein Backup. Gibt es nicht nur auf den normalen Kunden und Backup Page, wo einfach zurückspringt. Da wählt er sich eben auch die Validierungs, auf was fehlgeschlagen ist. Sondern es gibt auch den Redirect. Da verliert er dann alles und macht wirklich einen Redirect eben auf die Seite. So, hier kommt wieder unser schönes Services und der Contact Service, den benutze ich eigentlich für alles mittlerweile, wenn ich im Controller arbeite, um mit Nodes zu arbeiten. Ich hole mir die Seite als Nodes, nur das lustige und packe ist ein Content-Item, ist auch neu, ich glaube seit 6.1.2 oder so erst drin, diese Property. Über den Service habe ich verschiedene Methoden. Hier ist zum Beispiel, ich kann mir ein neues Content-Item erstellen. Wo ich einfach den Namen setze, den Current Node, also den Parent setze und von welchem Typ ist es, also welcher Dokument-Typ ist es, habe ich jetzt Contact Message einfach genommen. Wie wir es eben in dem FC-Controller schon gesehen haben, Set Value, setze einfach die Werte, Save and Publish, schon ist alles gespeichert und setze dann noch eine Sys6-Meldung über Template. Das ist auch ganz normal gegen die Praxis im VC, Template zu benutzen, verschiedenes. Und Redirect auf die Seite. Und das war's überhaupt schon. Also, ist wirklich ziemlich einfach. Vielleicht noch, was man auch kennt, Validate Fortschritt Token. Das ist auch ganz normal Data Annotations für ein VC, um eben Cross-Site-Scripting etc. zu unterbinden. Also, eine Geschichte ist ja. Hey! Ich will was sehen. Eine Geschichte ist ein bisschen anders als pures MVC. Wenn wir hier zum Beispiel dieses Return Current on Breakout Page machen, geht es nicht wieder praktisch in den Post, in den HTTP Post rein, sondern zuerst in den HTTP Get. Es durchläuft also nochmal das HTTP Get. Da kommt man durchaus in Probleme, wenn man reines MVC gewohnt ist und hat dann ein kleines bisschen Probleme. Deswegen muss man auch den Weg über die Temp Data machen. Ansonsten könnten wir hier zum Beispiel ein Model setzen, was dann auch wieder zurückgegeben wird. Dieses Model wird aber nie ankommen, weil wir eben den Weg über diese Get-Funktion setzen. Das ist anders, das hat mich ziemlich geschmissen. Ja. Da haben wir auch telefoniert, das war. Ja, da war es etwas. Ich habe jetzt ein paar Ausdrücke benutzt, die meine Kinder nicht hören dürfen. Also, Tourette-Syndrom. Ja, genau. Das war noch nicht da. Also es hat, ZenVC in dem Paco hat ein paar Eigenheiten, ein paar Sachen, die anders sind, eben als wenn man klassisches ZenVC benutzt. Ist ein bisschen Gewöhnungssache. Also ein paar Hürden muss man einfach kennen. Aber es macht ja trotzdem an der Stelle die Validierung, beziehungsweise die Validierungsfehlermeldung aus. Ja. Ja. Das ist ja, das wird zum Teil ja auch erstens mal beim JavaScript noch gesehen. Ja. Also ich habe auf der Seite das Unobtrusive Validation eingebunden. Also wenn ich jetzt auf die Seite... Das ist aber auch dann erforderlich, oder? Also das Problem, was ich schon öfter... Ich nutze das Unobtrusive sowieso immer. Das Problem, was ich manchmal hatte, wo ich auch teilweise ziemlich verzweifelt bin, wenn ich es eben nicht eingebunden habe oder so, dann hat er ab und zu Probleme wirklich mit der Rückgabe wegen dem Model. Also ist manchmal kommt man da ein bisschen durcheinander und weiß dann nicht so genau. Und dann ist so das Einfachste, um es zu beheben, damit man das ganze JavaScript nicht reinkommt, ist eben die andere Schule. Ja, wenn er es dann noch zu JavaScript nimmt, ist ja klar, er kommt ja gar nicht ins Backend an der Stelle. Er macht ja das von dem Model. Also hat er das praktisch das Model, da wo du jetzt das Return Banco Page machst, hat er das Model nicht und kriegt es ja noch wieder. Genau, also. Das Model an sich gibt er nicht wieder, das ist wichtig, nur das, was er macht. Diese Error Messages, Validation Messages, die werden schon angekündigt. Und es wird ja die Header mit nachgeschrieben. Das wird ja mit übergeben. Der Controller macht das schon korrekt. Nur nachher das eigentliche Objekt, das Model-Objekt, das wir eigentlich auch haben wollen, das ist nicht mehr das gleiche. Das heißt, wenn wir das verändert zwischendrin, dann kommt das nicht an. Nur diese Messages kommen. Also die Validierungs-Messages werden schon korrekt angezeigt. Aber das macht der Controller. Dann gibt es an den View mit zurück. Ja, das ist ein bisschen unter der Oberfläche, wenn man in VC ein bisschen genauer reinguckt. Dann ist es ein bisschen was anderes.
Aber das Model, dieses Objekt, das Model wird über das Post in dieses Redirect-Call on Record-Page und on Record-Page machen, ist das Objekt nicht das, was wir eigentlich haben wollen, sondern es wird im Prinzip über dieses Get nochmal neu initialisiert. Das macht in vielen Dingen nichts, weil auch das Formular der Browser das wieder quasi anzeigt, weil das wieder in den Metadaten mit drin ist. Aber es ist, schmeißt einem was anders. Wenn man es gewohnt, nicht gewohnt ist, kann es einem zu beschweißen. Ja. So, und wie viel Zeit haben wir denn noch? Und auch genug vielleicht für Fragen? Ja, ich bin gut dabei. Wunderbar, dann gucken wir uns doch einfach auf den dritten Showcase an. Das sind jetzt API-Controller, RESTful Web Services im Grunde, oder Möglichkeit, RESTful Web Services zu machen. Ich habe jetzt im Grunde ganz Simples gemacht. Ich habe was gemacht, um mit den Packer API-Controllern über AngularJS zu arbeiten und habe über AngularJS so ein kleines, ja, ich sag mal, Statusmeldung zu schreiben. Kann ich vielleicht auch kurz einfach mal. Hat, also wie man es wieder sieht, hat es gespeichert, Statusmeldung. Im Grunde kann ich jetzt noch was Neues machen oder kann ich die bisschen die Dinger bearbeiten. Ich könnte jetzt irgendwas bearbeiten. Bearbeitet oder auch löschen. Und es ist weg. Das ist im Grunde jetzt alles AngularJS. Zeige ich auch, denke ich, das erste Mal den Controller. Wichtig ist zu beachten, die Benennung von dem Controller. Da muss ja immer API drin stehen, API-Controller, das ist wichtig. Also auch in deinem eigenen Namen. Im eigenen Namen, genau. Also ist immer abgeleitet von dem Cracker API-Controller und das API-Controller muss drin stehen. Da habe ich auch mal auf dem Issue-Tracker gesehen, der kommt teilweise, wenn du es nicht so benennst, findet der die Controller nicht. Da ist das beim Routing irgendwas falsch. Also der routet das dann nicht richtig. So. Im Grunde habe ich jetzt mehr Methoden natürlich gemacht. Einmal getAllStatuses, im Grunde um alle Status, die gespeichert sind, zurückzugeben. GetStatus, einen einzelnen, um ihn eben zu bearbeiten. Und Post-Status. Im Grunde um einen zu speichern. Viele Status natürlich. Put, updaten. Und die Status löschen. Grunde, also das ist jetzt im Grunde ein bisschen Wiederholung. Ich muss wieder den ganz normalen Content-Service, um Daten zu erstellen, bzw. zu verändern, zu löschen. Das ist wieder Set Value, um Sachen zu speichern. Ich hole mir das Get-by-AT, die Node raus. Sehr viel praktisch, Node speichern und publizieren und gibt im Grunde wieder die Note, das Model zu. Das ist auch ein ganz normales Model. Das werde ich jetzt nächstes Mal zeigen. Noch simpler, sogar ohne Validierung, ohne alles. ID, Title, Message, mehr gibt es nicht. Und es ist alles, was benutzt wird. Ich würde oft mit dem Model arbeite ich dann auch. Können wir jetzt auch mal den View zeigen? Ich denke mal, der ist da wahrscheinlich auch noch ziemlich interessant. So, das ist der View. Eigentlich nichts. Im Grunde sage ich durch AngularJS, welche App ich benutzen will und welchen View. Also das im Grunde ist das der Diff, wo mein View reinkommt. Hat irgendeiner schon mal mit AngularJS generell gearbeitet? Vielleicht ganz interessant, wegen Apropel fliegen. Ich habe auch erst damit angefangen, als ich von Unpaco 7 gehört habe. Also ich habe es vorher auch noch nicht benutzt. Auch mit generell mit JavaScript Frameworks, also MVVC, MVVM oder wie sie auch immer heißen, im Grunde nichts zu tun gehabt.
und bin ehrlich gesagt mittlerweile ziemlich begeistert von AngularJS. Jetzt nicht nur wegen Paco, sondern auch generell, was man damit machen kann. Und ich hoffe eigentlich mal, dass wir im nächsten Projekt haben, wo ich das auch im Frontend einsetzen kann. Ich hoffe es sehr. Also es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten, es ist ziemlich einfach. Im Frontend halt Browser-Support bedenken, es wird hässlich. Ja. Also wenn man Old IE so macht und ich meine damit auch Version 9 supporten will, ja, wird es hässlich im Angular. Also. Ja. Also man muss, kommt da irgendwann, dass man haben möchte. So. Das ist so ein einfacher View in Angular. Das sind ganz normale HTML-Dateien. Also kein CSS HTML, nichts. Einfach nur HTML, kein HTML. Übersicht, wie wir sie gesehen haben. Das ist unsere Alert-Message, die wir auch hatten, als wir es gespeichert haben. Dass das ein schönes Success war, dass wir es geschafft haben. So ein schönes Ladeding, falls wir hunderte von Status haben oder so, die wir anzeigen wollen. Da kommt als erstes, bis es geladen ist, eine Loading-Message, damit der Benutzer zumindest weiß, dass hier was abgeht. Man könnte jetzt auch so einen schönen Circle, wie man sie kennt oder so, machen. Eine Abfrage, ob ich überhaupt Status ab? Wenn ja, nein, gebe ich die lustige Meldung, Statusmeldung aus und unseren Add-Button, den wir gesehen haben. Und im Grunde, das nächste, das OL, ist eigentlich jetzt der ganz interessante Part an dem ganzen Ding. Ng-Repeat ist im Grunde sowas wie eine For-Each-Schleife. Ich gehe jeden Status in meinem Statuses-Objekt in Benennung, die wollen wir jetzt in dem Ort ablassen. Ich nehme all dabei, über diese Pipe kann man verschiedene Parameter an Schleifen ranhängen in Angular, all dabei mit ID, um die nach ID geordnet zu haben, LI ausgeben mit jedem Status, den ich habe. Den Link, um es zu editieren, in AngularJS. AngularJS hat ein eigenes Routing, das heißt, über das lustige Symbol und die URL kann man im Grunde Angular eigene Routing sagen. Ich kann die JS-Datei gleich auch nochmal zeigen, wo es drin steht. Ja, so schöne Button, Status-Title, werde ich einfach ausgeben. Also um Sachen in AngularJS einfach auszugeben, wirklich plain Text. Jetzt haben wir das Doppel, die schweifende Klammer. Und Status-Message einfach ausgeben, ins B-Tag rein, im Grunde war es schon. Das ist ganz normale Material-Review. Im Grunde ist es im Paco 7 ein bisschen ähnlich, nicht ganz so, aber im Grunde ist es dieselbe Technik wie im Paco 7 auch, um zu nehmen oder durchzubleiben. Dann nehmen wir mal die Detailseite. So, da wir Formular haben, jetzt mal das Formular, welche Action wir haben, also ob wir jetzt, das ist jetzt im Grunde nur, damit wir wissen, wo wir sind, ob wir jetzt ein neues einfügen oder ob wir editieren, Titel, Inputbox, das ist ein bisschen Styling, ist jetzt von Bootstrap halt, wie das aufgebaut ist, ist jetzt nichts Besonderes. Wieder das Model Binding, damit wir, AngularJS weiß, welches Property aus unserem Model wir anzeigen wollen, welches wir binden wollen, damit der eben auch die Updates direkt hat. Und entsprechend rufen wir einfach eine Funktion auf bei einem Klick. Was auch mit Ajax dann abgesendet. Jetzt schauen wir uns mal die JS-Datei. So, das ist so eine kleine AngularJS-Datei, die ich dann benutzt habe, um eben die Controller anzusprechen. Das ist das Routing. Im Grunde wird gesagt, je nachdem welche URL du findest, benutze den Controller mit dem Template und dann die Controller. Und das ist eben genau das, wie ich eben diese API-Controller aufrufe. HTTP, das ist in Angular, damit um Get- und Post-Requests abzusetzen. Und das ist eben die URL, auf die ich gehe, um meine API-Controller anzusprechen. Und damit kann ich dann, je nachdem, was ich halt mache, hier hole ich mir alle Statusse, hole und sage, welche,
auf welcher Seite ich gerade bin, also um die Bildschirm halt zu holen, weil ich jetzt Node angelegt habe, ein Success, welcher Speicher der Daten. Das Gute ist, ich habe, wie man gesehen hat, ich gebe einfach nur Objekte, wirklich Objekte zurück in meinem Controller, in dem API-Controller. In AngularJS kriegt es hin, diese Objekte, die Liste als von den Objekten direkt zu matchen und sie eben auch als Liste von Objekten zu haben. Das heißt, ich kann wirklich vier Objekte in Angular arbeiten und dann auf die Properties zugreifen. Error, ja, und so. Funktioniert auch dann. Das geht. Das ist dasselbe. Im Gegensatz dazu natürlich, ich habe. Jetzt habe ich ihn getötet. Also, okay. Post, diesmal natürlich, weil ich was speichern möchte. Wieder dieselbe URL. Ist ein bisschen kryptisch natürlich, weil es eben ein API-Controller ist. Die URL muss man natürlich auch erstmal wissen, wie man drauf zugreift. Im Grunde ist aber immer dieselbe und Paco API. Wie man die Controller genannt hat, diesmal ohne Controller und eben welche Methode man aufrufen möchte. So, mal rechts gehen. Da. So, und das ist wirklich im Grunde, also Parameter, die man mitgeben kann und wirklich Data, also Postdata. Und im Grunde ist es hier, wie man sieht, wirklich einfach nur ein Objekt. Das heißt, ich gebe einfach nur im Grunde ein Status-Objekt, sende ich an den Server. Und das matcht dann im Grunde eben wieder mit dem Model, das ich in meinem Controller habe. Also es ist wirklich ziemlich komfortabel. Man arbeitet nur mit Objekten. Das ist einfach natürlich dann auch gemacht. So, und da ist hier, sind wir leider auch schon fast wieder am Ende. Deswegen Fragen, irgendwelche Fragen? Ich hoffe, vielleicht kann ich es auch beantworten. Ja. Nein? Wie soll ich das jetzt deuten? Du warst zu gut. Ich hoffe doch. Ich hoffe, dass ich ein wenig zumindest mal deutlich machen konnte, was man jetzt machen kann. Das ist ziemlich spannend. Also ich bin ziemlich begeistert von MVC. Ich habe auch erste Webforms, als ich angefangen habe, mit Paco benutzt. Und ja, seitdem es MVC gibt, bin ich eigentlich komplett darauf gewechselt, wie gesagt. Und es macht einfach Spaß. Also mir gefällt es auch vom Stil her, wie man programmiert, und einiges besser als mit Webforms zu arbeiten. Und ich hoffe, dass es irgendwann oder jetzt vielleicht auch nach dem Vortrag mehr so gehen kann. Ja. So, wenn keine Fragen sind, dann bedanke ich mich. Danke für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich konnte ein wenig von euch ein bisschen zugeschrieben.